für meinen heutigen Tarpaufbau brauche ich noch 3 Heringe. Die habe ich mir jetzt schnell geschnitzt und dann wird es Zeit, dass ich endlich fertig werde. Denn die Sonne ist nicht mehr lange da, dann wird es dunkel und ich habe immer noch kein Feuer, also ein bisschen Gas geben. Zuerst werde ich die hintere Ecke fixieren. Nachdem ich jetzt alle 3 Ecken fixiert habe, werde ich an diesem Seil hier noch ein bisschen das Ganze auf Spannung bringen. Und dann habe ich ein wunderbar schönes Shelter. Ja, mittlerweile ist es schon dunkel geworden. Mein Lager steht aber soweit. Jetzt werde ich noch meinen Hobo zusammenbauen. Und dann kriege ich hoffentlich ein Feuer in Gang. Denn es ist ja alles durch den Nebel sehr feucht. Auch die letzten Tage war hier noch Schnee. Deswegen, ich hoffe, dass ich was hinbekomme. So, letztes Teil. Gar nicht so einfach ohne richtiges Licht, aber das kriegen wir schon hin. Jawohl. So, den Boden vor mir habe ich schon weiträumig vom Laub und sonstigen Teilen befreit. Mein Zundernest ist fertig. Ich habe hier trockenes Gras, das habe ich unterwegs gesammelt, hatte es die ganze Zeit in meiner Hosentasche, damit das schön trocken wird. Da hinein habe ich noch etwas von dem gesammelten Harz gemacht. Ein klein bisschen Birkenrinde habe ich noch gefunden. Und dann habe ich das Ganze schön klein zerkleinert. Und jetzt hoffe ich mal, dass das Ganze auch anfängt zu brennen.
Jetzt brennt, glaube ich, das Harz. Und drumherum baue ich jetzt einfach wie so ein Tipi aus kleinen feinen Ästchen. Ich habe es geschafft, mein Feuer brennt soweit. Das tut auch jetzt richtig gut, diese Wärme. Ich habe schon etwas Wasser in meinen Kochtopf gefüllt. Dann werde ich mir jetzt gleich eine Suppe kochen. Und mir das richtig schmecken lassen. So langsam wird es richtig kalt, da hat die Suppe auch ganz gut getan. Die hat schön von innen gewärmt. Ich koche mir jetzt noch schnell einen Tee. Das warme Wasser fülle ich mir in meine Trinkflasche und werde das Ganze dann in den Schlafsack stecken, sodass dieser schon mal ein bisschen vorgewärmt wird. Dann werde ich noch der Kerze zuschauen, wie sie runterbrennt und dann, glaube ich, werde ich auch schlafen gehen. Ja, und dann geht es morgen auch schon wieder nach Hause. Also die Idee mit meiner Flasche als Wärmeflasche, die war super. Es ist richtig angenehm jetzt hier im Schlafsack. Jetzt bin ich auch echt ein bisschen müde. In dem Fall, bis morgen früh. Ciao. Morgen. Die Nacht, die war ganz angenehm. Außer, dass es angefangen hat zu regnen. Regnet ja immer noch. Das heißt, das Zusammenbauen hier meines Lagers macht da nicht so viel Spaß, weil alles nass ist, aber naja.
bei so einem Nieselwetter hat man überhaupt keine Lust aus dem warmen Schlafsack zu kriechen. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch 10 Minütchen hier liegen bleiben. Und dann packe ich mein Zeug zusammen. Wasser abkochen wird wohl nichts, wenn alles so nass ist. Denn ich habe auch keinen guten Zunder mehr und nichts. Aber ich habe noch den Tee von gestern, den trinke ich dann halt kalt. Was mir auch immer ganz wichtig ist, wenn ich ein Lager verlasse, ich schaue immer, dass ich es so hinterlasse, wie ich es vorgefunden habe, sodass man praktisch überhaupt keine Spuren findet. Ich finde, das gehört sich so, allem Müll mitnehmen, alles schön ordentlich verlassen. So muss das sein.